Good friend, welcome back. So, wir sind jetzt hier auf dieser Insel. Insel, ne? Hier ist diese Vulkaninsel und da ist halt irgendwie auch so eine Insel, ne? So. Hier gibt es nämlich. Ja. Viele Informationen über deinen wahren Vater. Das gibt's hier. Und es gibt halt auch einen Adler. Ja, was gibt's da vorne hier? Sonnenstrahlen oder so. Ein kleines Rätsel, so aller Zelda, Spiegelschild und so. Wer kennt's nicht? Gut. Ah, ich hoffe, ich bin nicht zu dumm dafür. Das ist nicht so meins, aber hey. Jo, was haben wir da? Uralte Tafel. Während ich meine Forschungen an der minonischen Runen fortsetze, fand ich Schriften, die eine Tür erwähnten. Nach einigen Übersetzungen wurde deutlich, dass die Spiegel, die ich gefunden hatte, Teil eines Mechanismus waren. Ich stellte die Spiegel auf und kehrte in die Ruinen zurück. Dort fand ich einen Pfad, der tief unter die Erde führte. Am Fuße der Höhle war der Zugang zu etwas anderem. Morgen öffne ich die Tür und schaue hinein. Jo, diese Tür hier. Okay. Schauen wir mal. Okay. So. Wir haben sie schon gesehen. Okay. Du auch. Spiegeln, spiegeln. Okay, kann ich. Öffne die Tür. Wissen wir doch, dass das jetzt nicht geht. Hey, willst du mich schon wieder verarschen, Spiel? Also. Muss ich mir das jetzt anschauen, hä? Also ich, wo der Scheiß wieder ist. Schatz des Minotaurus. Mhm. Ja, das ist sie halt, ne? Okay, nein. Wieso? Okay. Ja. Ich weiß eh, was wir tun müssen, aber. Ups, und wie es funktioniert, gerade ist die andere Sache. So, warte, ich bin auch dumm. Gut. So, also das. Startet das Licht da. 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 Okay. Houston, we have a problem, huh? Man konnte die irgendwie, aber ich. Irgendwie konnte man die hier drehen oder irgendwie so in die Richtung, aber. Oder muss man einfach nur Platz machen, ha? Ich
Weiß nicht mehr genau. So schwer war es eigentlich nicht. So, ah ja, genau, irgendwie. Das Ding weg. So, da müssen wir dann auch wieder Platz machen. Was? Oh, scheiß Schlange. Nee, 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 nee. So, wo müssen wir denn? Irgendeines müssen wir beleuchten. Ich glaube, da drüben, ne? Das heißt. Okay. Schauen wir darüber. Ja. So, fuck. Gott. Stellen wir das mal daher. Ich glaube, das Ding müssen wir dann irgendwie beleuchten, ne? Ne, darunter, darunter. Kann ich nicht nach rechts schieben? Okay, vielleicht das. Auch nicht. Na, es muss schon, das eine gleich muss schon darunter. Wieso kann ich das nicht? Also ich muss. Ich hasse sowas hier. Kann ich das jetzt? Okay, das geht da runter. So. Lange, fuck you, fuck you, fuck you. Ja, erstmal mit Treppen, ha? Okay, geht. Okay, passt, ne? Oder? Bin ich doch nicht so dumm? Ne, schau. Können wir schauen, was da jetzt abgeht. Finde deinen Vater. Ich glaube, Hippokrates. Wie heißt er? Hippokrates? Nee. Der könnte unser richtiger Vater sein, hä? Oha.
Hey, Rutscher. Na, ich bin gespannt, ja. Komm, quetsch dich durch, Dicke. Ist das hier ein Jump'n'Run oder was, ja? Oha. Oh, oder? Oha. Naja, Pythagoras in Atlantis. Okay. Das ist ein Untergang der Menschheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass andere diesen Ort finden. Wir müssen einen Okay. Ich habe Okay. Okay, Atlantis versiegeln, ne? Wer hätte es gedacht, ne? Dass es Atlantis auch in dem Spiel gibt. Oder dass es Atlantis wirklich gibt. Aber welchen Sinn hat Atlantis, hä? Fragen über Fragen. Oha.
Korrekt. Jo, der Stab ist overpowered. Ich will ihn haben. Super, Ladescreen, du kannst ihn into Ladescreen. Danke dafür. Okay. Gott. So, haben wir's. Gut. Yay, noch mehr rutschen. Oh shit. So, das sieht gut aus, ne? Oh ja. Interessiert mich auch immer. Wie haben Sie das gecheckt, ha? Glaubt ihr, Atlantis gibt es wirklich? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, es wäre irgendwie cool, wenn es irgendwie sowas nicht erfunden wäre, aber. Zu viel Fantasie. So. Mehrere Quests angenommen. Gib mal den Stab, ha?
Okay. Okay. Gut. Tja, aber von wem, ja? Also. So, wir haben hier so vier so Säulen. Und wir haben ja schon eines. Ja, das von Minotaurus, ne? Jupp. Okay.
Also ich verstehe nur Bahnhof. Na gut. Angeblich haben wir jetzt mehr Requests. Jo. Die Weisheit des Sphinx. Die Tore von Atlantis. Okay, schauen wir mal, ob wir die Sphinx suchen. Oder so. Wo ist die Sphinx? Hier. Ich habe da keinen vernünftigen Waypoint, hä? Naja. Dann schauen wir mal, was die gute Sphinx kann. Also es gibt die Sphinx, an die ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnern kann. Dann gibt es irgendwie, glaube ich, noch so einen Zyklopen. Und natürlich die Medusa. Und ja, den Minotaurus haben wir ja schon. In dem haben wir dieses Artefakt, ne? Oh Gott, wieder ewig weit weg. Es gibt keine Straße. Schön. Jetzt Zeit, welche zum Bauen, ha? Naja. Ausbildungslager. Also gibt es hier Kultisten machen. Es gibt keinen Kult mehr. Es gibt keinen Kult mehr. Das hätte mich irgendwie schon interessiert, was damit das passiert. Vielleicht passiert, wenn ich sie im Leben gelassen hätte oder so. Ich habe sie nämlich damals zum ersten Mal, glaube ich, auch gekillt, weil, ja, sie gehört einfach zum Kult und ja. Sie hat alle verarscht. Ich weiß nicht, wie oft man das Spiel wahrscheinlich spielen müsste, um wirklich alles, ne? Alles zu finden und so. Vielleicht hat es doch keinen Unterschied gemacht, ich weiß es leider nicht. So. Ich heiße Dodd, ich erforsche schon eine lange Geschichte von Revolution. Okay. Na gut. Finde den Lehrling und beschaffe das Amulett. Was würde man nur ohne den Vogel tun, ha? Okay. Kein Wort davon, dass ich irgendwie verreckt ist. Also wieder zurück zu ihr.
Aha. Doppel OH. Oh shit. Whoa. Hallo. Stirb. Oh shit. Was machst du hier? Kann ich's haben? No. Fuck. Kannst du nochmal sagen? Tot? Egal. Was? Oh shit, ey. Ich hab's nicht mal gelesen gerade irgendwie. Okay, ich. Oh Gott, was? Okay, tot? Dann, also, das ist eine Spinne, das ist der Mond, hoffe ich halt, ne? Irgendeine scheiß Qualle. Ich kenne mich nicht aus. War es richtig oder falsch, hä? Okay. Fuck. Hätte es nicht ausweichen können hier? Kann ich die nicht gleich haben? Kann ich die einfach killen? Nein. Ach, leck mich.
Na gut. Kann man nicht mit dir wirklich betteln? So, überspring mal den Scheiß. Oh Gott. Ein Haus bei Spinne, oder? Erinnerungen, ne? Arm, oder? Wie war es denn? Gar nicht so übel von mir. So, was Erinnerungen? Ein Baum. Ich check diese. Was hat's mit den Dingen, ne? Einmal leuchtet, einmal genial nacheinander aus. Ja, okay, es hat schon mal nichts damit zu tun. Okay, hier mal ein scheiß Baum. Was ist das? Wieso gibt es immer vier? Ja, es gibt immer vier. Toll. Ist das Erinnerung? Und die Spinne. Bitte töte mich nicht hier. Ich kann ja auch nicht speichern, ich kann da auch nicht raus. War schon aber richtig. Zwei von vier. Das waren irgendwie mal Menschen oder so, ne? Breitkolben des Sphinx-Galionsfigur. Wie wär's mal mit was Richtigem, hä? Was kann der Streitkolben, hä? Kann ja eh nichts können, hä? Attentatschaden, hä? Lot of crap, hä? Und auch die Galionsfigur, und nicht weil dem ich ein Minotaurus, aber von mir aus, oh. Gut. Also, wo ist 3 und 4, hä? Tja. So, okay, nächstes Dings. Wo ist denn eigentlich Atlantis, hä? Da ist Atlantis, ne? Yes. Warte mal, das Ding rein. Schauen wir, ob uns irgendwie. Tja. Ob uns was Neues sagt, unser Kollege Daddy. Achso, na, da mal sehen. Ein Artefakt ist in der Region Kythera und ein Artefakt ist in der Region Lesbos.
Gut. Egal, wenn wir schon da sind, ballern wir das halt trotzdem rein. Das ist von der Sphinx. Welches ist es? Das da? Nee. Nee. Das sind Schlangen. Das ist irgendwie ein Auge. Was haben wir da noch? Das ist es. Jupp. Also, jetzt müssen wir uns zum Bullshit anhören. Nee. Gut, also Lesbos und Kythera. Karte Lesbos und Kythera. Lesbos ist hier oben. Dann machen wir aber, glaube ich, das Letztes. Und wo ist Kythera? Kythera. Oder? Schon. Kythera. Okay. Ja. Drachenenergie in die Welt. Ja, keine Ahnung. Ich baller jetzt einfach mal daher. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von Atlantis. Mache ein kleines Päuschen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.